funktioniert nicht ganz. Aber darüber habe ich keine Ahnung. Ist jetzt auch nur eine Vermutung. Alles voll mit Leichen. Jetzt dürften die Ghoule ja auch einfach alle mal verschwunden sein, dann. Also habe ich den Dorfbewohnern auch geholfen. Und mich umgehört. Also zwei Aufgaben in einer. Erledigt. Ich will hier rein. Ich will hier rein. Und jetzt muss ich wohl nach oben. Die Decke hier ist auch bröcklig. Hier irgendwie? Nee. Wenn die aber weg sind, kann ich doch hier alles mitnehmen, nehme ich an. Dann ist keiner mehr, der hier aufpasst. Auf alles. Schöne Zeug. Noch ist es gefährlich, was zu klauen. Hä, war das nicht hier? Unter mir anscheinend. Okay. Dann gehe ich halt nach unten. Startplattform, da ist sie ja. Navigationskontrolle. Startknopf. Navigationsding. Die Konsole scheint irgendwas mit der berechneten Route der Raketen zu tun zu haben. Aber sie haben nicht die geringste Ahnung, wie sie funktioniert. Ich lasse mal in Ruhe, nicht, dass da was passiert. Okay. Dann starten wir doch mal. Startknopf. Oh. Spannend. Weh, die treffen uns jetzt. Nee, die starten hoffentlich normal. Das hat's mit der Kuppel also auf sich. Oh. Eine Rakete ist seltsam gestartet, muss ich sagen. Novak, beliebt. Man hat genug von ihnen von ihren guten Taten gehört, um sie allgemein zu mögen. Flieger, grüß mir die Sonne. Moment, das werde ich mir jetzt ansehen. Okay. Stufenaufstieg. Das kam jetzt natürlich hier mittendrin. Das nehme ich. Dietrich. Oh ja. Das erstmal auf 50. Schleichen. Nein, ich nehme noch Sprache 1 dazu. Und weiter. Und hier, was aussuchen? Intensives Training, nein. Boah, was ich alles auswählen kann. Oh, was ist das? Starker Rücken. Oh, mit dem extra starken Rücken können sie 50 Pfund mehr an Ausrüstung tragen. Mit dem extra Schnorrer finden sie sich im Behälter wesentlich mehr Munition als sonst. Ist auch toll. Schnellzielen. Mit Schnellzielen können sie Waffen 50% schneller ausrüsten und wegstecken. Kommando. Solange sie ein Gewehr oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit zwei Händen zu bedienen ist, erhalten sie einen Bonus von 25% auf jede VTS-Präzision. Nein, schnelle Schatzsucher. Mit dem extra Schatzsucher finden sie in Behältern wesentlich mehr Nuka-Cola-Korken, Kronkorken als sonst. Revolverman. Wenn sie eine Pistole oder ähnliche Einhandwaffen verwenden, ist ihre... Nee, VTS will ich nicht. Härte. Blutiger Tod. Mit dem extra blutiger Tod explodieren Charaktere und Kreaturen, die sie töten, oft in einer roten Matschwolke voller Gedärme und Augäpfel. Was für ein Spaß. Oh, und außerdem fügen sie mit allen Waffen 5% mehr Schaden zu. Das mit dem Schaden finde ich gut. Kannibale nämlich nicht. Heller Kopf. Erhalten sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Also was mir gefällt ist starker Rücken und Schnorrer. Mal starker Rücken. Fertig. Ich will viel tragen.
Sehr schön. Ich kann mich auch wieder bewegen. Jetzt passiert natürlich nichts mehr. Dann gehe ich mal nach draußen, weil... Kann ich jetzt was mitnehmen? Nein, wieso nicht? Ist doch keiner mehr da. Ist doch keiner mehr da. Schnell speichern. Und dann will ich jetzt mal sehen, was, ob ich hier wirklich keinen mitnehmen kann. Wieso sind eigentlich alle Partyhüte zerstört? Kammer verloren. Echt? Ja. 9. Laden natürlich. Ist ja was. Wer sieht mich hier eigentlich? Also. Und seht mal, wie schnell ich bin. Wow. Das kommt durch mein zusätzlich mehr Pack-Esel-Dingens tragen. Kann ich. Mhm. 270. Da kann ich jetzt viel mitnehmen. Wir werden nach draußen gehen jetzt. Hallo, keiner mehr da. Da bin ich echt viel schneller damit. Und ohne Waffen erst. Da rasen wir ja geradezu. Ich glaube, das war sonst nicht so. Ne, so schnell nicht. Nein. Dazu ist ja noch die Abstimmung, die ich noch nicht habe, weil ich gleich hier nochmal mehr aufnehme. Ich will hier raus. Ich glaube, hier komme ich raus. Hier, hier. Ich versuch's mal hier. Ja. Nein. Möglicherweise. Wow. Billardkugeln. Die will ich mitnehmen. Darf ich auf keinen Fall vergessen. Die wollte ich jetzt unbedingt mal mitnehmen. Schon beim letzten Mal habe ich die gesehen. Keine mehr da. Doch, hier am Boden liegt noch eine. Sonstige Kugeln? Keine mehr. Doch, da liegt eine. Dann geht's weiter. Muss ich jetzt nach oben? Muss ich jetzt hier entlang? Nein, hier geht's raus. Genau. Hier bin ich richtig. Da liegt noch was Schönes. Terpentin. Zigaretten. Zeugs. Ja. Und hier auch noch Zigaretten. Schachtel. Und es geht nach draußen. Dann, Leute. Also die Toten hier drin. Zu denen habe ich gesagt, bis dann. Und ich will wieder meine normale Sache anziehen. Ach ja, so ist es auch schön. Und dann noch eine Schnellreise nach Nowak. Ich sollte mich bei den Ghulen, umhören, ob es da Ghule gibt. Habe ich jetzt gemacht und kann ja sein, dass die Aufgabe jetzt auch erledigt wurde. Aufgaben. Die Aufgaben habe ich alle gemacht. Da sind sie lang. Nein. One for my baby. Ja, Dinky den Dino schicken. Aber ich habe ja niemanden, den ich da hinschicken kann. Weil ich ja noch keinen gefunden habe, der mögliche Täter ist. Wollte ich jetzt irgendwas Besonderes in meinem Haus machen? Es wäre interessant zu erfahren.
Kleiderschrank. Dort werde ich mir mal die Alien-Kleidung ablegen. Den Strahlenanzug lasse ich aber noch da. Die Kugeln. Wo kann ich die ablegen? Ich lege die mal in den Koffer rein. Wo ist meine Spielkugel? Ach ja, da sind sie ja. Fünferkugel, Achterkugel, 13er, 2er, 10er. Blechdose. Schmeiß ich weg, ja. Okay.